Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Eine ganz kurze. Familie Igel macht einen Ausflug. Heute wollen wir einen Ausflug machen, erklärten Herr und Frau Igel ihren Kindern. Zieht alle eure roten Verkehrshosen an, dann sehen uns die Autos besser. Fertig angezogen, marschierte Familie Igel los. Bald kamen sie an eine breite Straße. Die Igelfamilie blieb am Straßenrand stehen und guckte ordentlich nach links und nach rechts und wieder nach links. Aber es fuhren immer neue Autos vorbei. 2 Stunden standen sie da und sie konnten einfach nicht über die Straße. Da kam Moritz mit seinem Bollerwagen. »Kommt her«, rief er, »ich bringe euch rüber.« Er lud alle Igel in seinen Bollerwagen und zog sie zur nächsten Ampel. Bei Grün fuhr er hinüber und setzte sie am Rand einer Wiese wieder aus. »Danke vielmals«, pfiffen die Igel und liefen eiligst ins Grüne. Moritz aber fertigte zu Hause ein großes Schild an, auf das er schrieb, »Vorsicht, Igelfamilie überquert die Fahrbahn!« Das stellte er am Straßenrand auf. Und seitdem fuhren die Autofahrer ganz langsam und hielten nach Igeln Ausschau. Aber die Igelfamilie wurde hier nie wieder gesehen. Sie hatte sich weit entfernt von allen Straßen ein neues Zuhause gesucht. Da haben sie sicher um einiges ruhiger. Und damit wünsche ich euch eine ruhige Nacht und bis zur nächsten Gute-Nacht-Geschichte.